Jo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, und ihr seht hier schon wieder, wir haben wieder Pokémon Go gespielt. Seit dem neuen Update. Und deswegen zeigen wir euch jetzt mal, was wir hier alles so gefangen haben. Genau. Die zweite Generation ist ja auch draußen. Ihr habt schon ein Pokémon der zweiten Generation gesehen. Und zwar Quirrell. Das ist die Weiterentwicklung davon. Keifel. Genau. Gibt es jetzt ganz neu. Und bei uns in der Gegend gibt es ja auch sehr viel. Also wenn wir in der Stadt mal unterwegs sind. Ja. Schon wieder das nächste. Genau, das sieht man jetzt auch. Und es wird jetzt einfach die ganze Zeit hier so durchlaufen und wir erzählen einfach mal was dazu. Genau, also das Keifel ist jetzt das zweitbeste Pokémon vom Wolfskin. Ja. Und hier auch Rihorn. Entweder ist das neu, aber das wissen wir nicht, weil es noch vor Aerodactyl im Pokédex steht. Und dann müsste eigentlich erste Gen sein, aber jetzt kommt es halt oft und wir hatten es davor noch nie. Genau. Und Lebida ist auch neu. Genau, also hier jetzt Keifel ist im Moment mein zweitbestes mit 1200. Genau, hier habt ihr gerade eben Natu gesehen. Das ist die Vorentwicklung von Xatu. Ich glaube, das werdet ihr auch noch sehen. Ja. Nebulak. Genau, haben wir auch mal wieder eins gefangen. Hut ist auch neu. Nicht ganz so viele. Taubsi kennt man ja, aber taucht gar nicht mehr so viel auf. Weberak ist ja auch neu. In der Gen. Felino ist auch neu. Genau. Und es gibt jetzt auch neue Evoli-Entwicklungen. Wenn man sein Evoli Tamao nennt, dann bekommt man Nakara raus. Wenn man Sakura nennt, bekommt man Psyana. Aber habe ich jetzt leider noch nicht. Ich habe bis jetzt nur Naktara und Psyana und sonst keine anderen. Über die Entwicklungen, weil ich auch noch nicht so lange spiele. Ja, dafür habe ich die alle. So, mal gucken, was sehen wir denn hier noch? Wieder ein Rihorn, das sieht man schon, haben sie anscheinend was hochgeschraubt. Genau. Habitat. Und ich werde, wenn ich genügend Bonbons habe, ich habe schon ein Rihorn mit 820 WP, wenn ich das dann noch weiterentwickle. Das ist bestimmt ein ziemlich gutes Pokémon. Ja, hier auch Mauzi. Weiß gar nicht, ich glaube, hatte ich vorher schon. Ja. Aber will ich halt irgendwann mal zu Snobillycat weiterentwickeln. Ich habe Snobillycat vor Mauzi gefangen. Ja, stimmt. Genauso, ich habe auch Golking und kein Goldini. Und ich hatte auch Parasect vor Paras. Jeder Taubzi und Quirrell. So die Standardsachen. Ein Hut, ja. Das Bild ist gut. Das auch. Ja. Ich hab geguckt, ob ich da die in irgendeine gute Pose bekomme. Da wieder ein Felino. Snowball. Es gab auch ein Kramurks. Das konnte ich einfach nicht fangen. Das saß eine Stunde lang am gleichen Spot. Xatu. Und egal was ich gemacht habe, ich konnte es nicht fangen. So. Ja, hier das erste Kramox, glaube ich. Genau. Dann ein Natu. Gibt es ja jetzt auch. Sind gar nicht so selten. Ein Libida. Hier der erste Zubat. Das erste Zubat. Und hier ein Griffel. Oder ne, Griffel war das, was ich nicht fangen konnte. Ja, genau. Der Quirrell-Blutzug. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Zwei aber gleich. Gleich zwei davon. Goldini. Ja, ein Goldini. Davon habe ich noch keins. Ja, das ist bei uns auch ziemlich selten. Und ein Evoli. Und ich glaube, ich nur noch eins brauche zum Weiterentwickeln. Genau. Also bei mir habe ich irgendwie zwei, drei Bonbons noch gebraucht, um das erste von mir weiterzuentwickeln. Und dann ist ein 10 Kilometer aufgegangen. Ich habe dann da 27 Bonbons oder so rausgezogen. Dann konnte ich halt gleich zwei weiterentwickeln. Ja. Dann nehme ich natürlich die neuen. Sieht auch cool aus mit den Streifen auf der Seite. Und hier ein Visor. Da müssten, glaube ich, jetzt auch ein paar mehr davon kommen. Ja, bei dem Visor, also das haben wir ewig nicht gefunden. Aber an diesem einen Spot, da waren tausende Visors. Ja. Ich glaube, da waren fünf gleichzeitig auf der Karte. Ja. Und mal wieder ein Quirrell.
Muss mal gucken. Wird wahrscheinlich am Ende noch eingeblendet. Die Screenshots, die nicht von Pokémon Go selber sind, sondern die ich so gemacht habe. Und auch ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe. Da haben wir unter anderem ein Ditto gefangen. Genau. Timos war auch das erste. Und wieder so die Standardsachen. Also, ich glaube, wir haben da jetzt an 4 verschiedenen Tagen Bilder gemacht. Ja, hier ein Macholo. Brauche ich ja auch noch, damit ich endlich mal Machomai machen kann. Genau. Und es gibt jetzt auch mit der zweiten Generation 2 neue Beeren. Einmal die Sana-Beere. Die kann... Hier haben wir jetzt einmal die Sana-Beere. Wenn du sie einem Pokémon zu essen gibst, bekommst du mehr Bonbons. Ja, wenn man es halt fängt, denke ich, doppelte Anzahl. Ja, bekommt man 6 Bonbons. Verschicken bleibt aber gleich. Und die Nana-Beere. Wenn du sie einem Pokémon zum Essen gibst, wird es ruhiger und ist nicht so zappelig. Das hantiert sich halt für Zubats oder so. Ja, oder bei Nebulox. Genau. Halt welche, die immer irgendwas machen, damit man sie halt leichter fangen kann. Ein genau. Remoride ist auch das erste heute. Das ist auch erst seit der zweiten Gen dabei. Ja. Humlo. Habe ich jetzt auch nicht so oft gefangen. Dann haben wir hier noch den Metallmantel. Denn jetzt gibt es auch Entwicklungen, die man nur mit bestimmten Items herbeiführen kann. Genau. Da zum Beispiel jetzt mit dem Metallmantel kann man Sichlor weiterentwickeln. Das weiß ich, ich habe auch schon Sichlor. Da Potrot. Das ist eine Schildkröte. Ja. Dann, ich habe auch wieder 2 Lokmodule bekommen und ein Tedusa. Teddy-Ursa. Ja. Ja, Lokmodul habe ich wieder 2 bekommen. Habe schon 1 eingesetzt. Und da ich jetzt Level 20 bin, endlich die Hyperbälle. Genau. Ich habe noch nicht mal die Sana-Beere, aber die Nana-Beere habe ich schon. Genau, also die schaltet man auch erst unterschiedlich frei. Oh, das Haus sieht schön. Und hier Panzer-Aeron. Genau. War richtig cool. Den Quäkler, da müsste eigentlich gleich noch mal ein gutes kommen. Genau hier. Nidorino. Genau. Jetzt hab ich Nidorino und Nidorina. Ja, ein Zubat, den du gerade meine Beere gegeben hast. Ja, das war wahrscheinlich die Stillhaltebeere. Ja. Und dann nein, das war die mehrere Bombersbeere, weil es gibt jetzt auch X-Bad. Da muss man Golbat 100 Bonbons. Lixbat ist schon ziemlich stark. So, und ich sehe hier gerade, dass sich ein Safcon weiterentwickeln kann. Hast du die Weiterentwicklung überhaupt schon gehabt? Nee, noch nicht eben. Deswegen mache ich hier gerade eine Bildschirmaufnahme und das kommt dann am Ende. So, hier entwickeln wir das jetzt mal direkt. Auch wieder ein Kokuna gefangen, sehr schön. Felino. Oh, ein Kokuna. Nidoran, weiblich. Ja, brauchen wir auch noch ein paar von. Jetzt habe ich hier ein Smetbow. Sehr schön. Das wird dann für euch jetzt eingeblendet. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen hoch und ein Abo lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.